So Leute, heute bin ich mal so in der Früh wach geworden und habe mir gedacht, irgendwas habe ich noch vergessen zum Einwintern. Ja, und das ist mein Rasenmäherroboter. Der steht seit 2 Wochen hinten in seiner Garage und jeder hat ihn vergessen. Und den holen wir jetzt mal und machen wir mal fertig für den Winter. Da steht er drin. Sieht man recht deutlich, wie er dreckert. Schaut wirklich besser aus. Okay. Und den machen wir jetzt mal richtig fertig für den Winter und vor allen Dingen sauber. So, ihr seht jetzt recht schön hier unten, wie dreckig das ist. Das zeigt, das Gras, das schimmelt teilweise schon richtig weg. Ja, also das ist ganz feucht. Wie gesagt, ich habe ihn vergessen da hinten. Und jetzt machen wir erst einmal nach hier unten sauber. Ja, sieht man, das Messer, das scheuert schon am Gras. Die Reifen sind auch komplett dreckig, die machen wir dann danach. Und dann machen wir innen weiter später in der Werkstatt, wenn wir einen groben Dreck entfernt haben. Da würde ich vorschlagen, machen wir erst einmal da hier unten das Mähwerk sauber. So, es ist schon mal unten grob sauber gemacht, also das ist nicht unbedingt hundertprozentig sauber, muss man das eigentlich machen. Man sollte schauen, dass er nicht unbedingt total feucht eingewintert wird. Man kann jetzt noch unten die Ritzen rauskratzen sauber und ich mache es immer so, ich gehe dann danach noch mit dem Laubbläser rein und blase dann quasi den Rest an Gras raus. So, jetzt geht's weiter mit den Reifen, die sind extrem verdreckt, extrem. Und dann machen wir die Reifen jetzt mal sauber, da ich vorschlagen. Schön langsam. So, jetzt seht ihr recht schön, die Reifen sind einigermaßen sauber. Man kann jetzt die noch runterbauen und kann sie dann zum Beispiel unter dem Wasserhahn sauber machen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, das habe ich am Anfang gemacht, aber das ist mir jetzt mittlerweile zu viel Arbeit. Das reicht aber so. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, was ein Lohr hier in die Reifen drin hängt, dann ist das schon ein Wahnsinn. Das machen wir jetzt erst einmal weg. So, jetzt seht ihr da meinen Stil-Laubbläser. Ein sehr gutes Teil, was mir sehr gute Dienste im Herbst leistet. Und vielleicht mache ich über den immer extra nochmal ein separates Video. Mit dem blase ich jetzt das ganze Gehäuse nochmal richtig sauber aus.
So, jetzt ist alles voller Dreck. So, jetzt ist er einigermaßen Besen rein. Die groben Teile sind alle draußen. Jetzt seht ihr es, es ist also nicht wirklich schon einigermaßen sauber. Und jetzt ist der grobe Dreck gemacht, dann gehen wir mal rein in die Werkstatt mit dem Teil. So Freunde, jetzt sind wir in der Werkstatt drin. Ich habe ihn draußen jetzt schon einigermaßen grob sauber gemacht. Da gibt es jetzt noch was zum Song. Ich meine, die meisten vielleicht von euch werden so einen Mähroboter haben. Und da gibt es jetzt noch was zum Song. Das bitte die Batterie über Winter nicht auf 100% laden. Auch wenn es der Hersteller so gibt, macht es das nicht. Ich kenne mich wirklich gut aus mit Batterien. Ich habe lange rum und selber gemacht und weiß, dass das ein völliger Blödsinn ist. Ladet die Batterie auf ca. 60% voll und zwar lasst sie fahren auf 30% und dann ladet sie wieder hoch auf 60%. Also nicht von oben runter, sondern von unten nach oben. Und dann bei 60% könnt ihr in den Keller einstellen und dann für 5-6 Monate fällt euch in der Regel gar nichts mehr und da braucht ihr auch dann immer, normalerweise nicht mehr nachschauen. Ja, und es ist egal, ob ihr einen Husqvarna, einen Works, einen Stilo oder sonst irgendwas habt. Ihr könnt so vorgehen mit der Reinigungsweise jetzt, mit den Batterien. Ist es bei Robomo und Husqvarna so. Habe ich Erfahrung, weil ich habe die zwei Systeme dazu mit 60% einlagern und ich habe dann im Frühjahr keinerlei Prozente mehr. Keinerlei Probleme mehr, sorry. Das reden die für einen Schmarrn daher. Ich habe ihn jetzt ausgeschalten, den Mähroboter. Da sieht man, er springt nochmal kurz an, weil er halt jetzt eben nicht in sein Gebiet ist. Und jetzt schauen wir mal da unten rein und holen wir da einen groben Dreck raus. Ihr könnt es natürlich immer in die Extreme treiben. Ihr könnt die Radeln jetzt aber sauber mit der Wurzelbürste, also mit der Bürste, sauber machen unter Wasserhahn, mit Spülmittel, dass das alles ganz picobello sauber ist. Habe ich die ersten zwei Jahre auch gemacht, mache ich aber mittlerweile nicht mehr, weil es mir einfach zu blöd ist, sage ich euch ganz ehrlich. Und es bringt im Endeffekt ja nichts. Weil da, wo kein Dreck nicht hinkommen soll, kommt in der Regel auch keiner hin, weil die Sachen sind wasserdicht abgedichtet. Und das sind die Elektronikkomponenten. Also sage ich mal in der Regel, ja, möglich ist alles, wenn man natürlich mit dem Dampfstrahler drauf geht, man kann schon sein, dass da oder hier mal ein bisschen Feuchten eindruckt und dass er dann eben kaputt ist. Jetzt machen wir erst einmal den Deckel da drunter und dann schauen wir mal rein, wie es da drunter überhaupt ausschaut. Ja, da sieht man jetzt recht schön, dass trotz meiner Laubbläserei draußen da der allerhand Dreck noch drin ist. Schaut mal her. Seht ihr das? Das muss natürlich alles raus. Und deswegen gehe ich jetzt noch mal kurz raus und blase das Ganze noch mal mit dem Laubbläser aus. Dass das also wirklich einigermaßen sauber ist da drin. So, jetzt habe ich ihn ausblasen noch mal. Ihr seht schon der ganze grobe Dreck. Ich hebe ihn mal hoch. Seht ihr es? Der ist jetzt schon weg. Ja, jetzt schaut das Ganze schon wahnsinnig aus. Den Innendeckel, den habe ich auch sauber gemacht schon. Und jetzt könnt ihr mal überprüfen, seht ihr da recht schön, dass da schon ein Schutz drin ist, also quasi ist eine Kabeldurchführung. Es ist kein Wasserdichtschutz, weil von unten kann man das Wasser rein, wenn man mit dem Dampfstrahler reinspritzen darf. Jetzt könnt ihr mal alle Dinger kontrollieren, alle Kabel, ob irgendwas schmort, ob irgendwo ein Kabel gerissen ist, da ist nicht viel da zum Kontrollieren, da drunter liegt der Akku. Und dann fangt ihr mal an mit einem Pinsel. Ja, ihr könnt es mit einem Pinsel machen, ihr könnt es mit so einem Kehrbesen machen, dass das grob sauber macht, dass es halt einfach ansehnlich ausschaut, dass man nicht so voller Dreck in den Keller runterstellt. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir es einigermaßen sauber gemacht, staubt alles da drin. Und dann, wie immer, gar nichts. Ich schwöre auf das Mittel. Ich mache da keine Werbung nicht dafür, also eigentlich indirekt jetzt schon. Aber ich habe mit der Firma weder einen Vertrag noch sonst irgendwas, dass ich ewig das Mittel herzeige. Ich verwende es halt einfach gern, weil es halt einfach mir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen, also sehr gute Ergebnisse gebracht hat. Gerade in Bezug auf Langzeit-Korrosionsschutz und wie gesagt Rostschutz. So, dann wieder wie immer, dürft ihr das alles ein bisschen einkleckern. Keine Angst, werden jetzt viele sagen, ja, wenn du da Öl rein tust, dann verklebt er ja nächstes Jahr alles. Nächstes Jahr ist von dem Öl nichts mehr da, keine Angst. Das Zeug verflüchtigt sich, da bleibt da nichts poppen. Da brauchst du also keine Angst nicht haben. Und das dann schön einarbeiten.
So Leute, jetzt ist es einigermaßen sauber, die Oberfläche mit dem gar nichts konserviert. Ich kann immer nur abraten, viele werden jetzt sagen, ich habe das WD-40. Bitte lasst das WD-40 weg, das ist Kunststoff, da haben Gummiteile drin. WD-40 greift definitiv Kunststoff und Gummi an. Man kann es zum Reinigen vom Metall hernehmen, sofern man es danach gleich wieder wegmacht. Zum Langzeitkonservieren ist es nicht gut. Ich habe da schon meine Erfahrungen gemacht, ihr könnt es da einmal ein bisschen im Internet lesen. Dann würde euch das ja jeder sagen. Das WD-40 ist nicht schlecht, ich würde es nicht verteufeln. Man kann es wirklich für Reinigungen und für Sachen hernehmen, sofern man es dann noch wieder anderweitig konserviert, die Materialien. Also den Tipp kann ich euch nur geben. Ja, da gibt es also riesengroße WD-40-Fans, die glaube ich, die waschen sich Gesicht damit. Kann ich nur abraten davon. Ansonsten zum Reinigen, wie gesagt, ist super. Aber ansonsten für Langzeitkonservierungen, gerade für Kunststoff und Gummi, auf keinen Fall verwenden. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Tipp von mir, ich müsste es natürlich nicht machen. Wer auf WD-40 schwört, der kann natürlich machen damit, was er will, das ist mir im Endeffekt egal. Okay Leute, wir haben jetzt das sauber konserviert, einigermaßen sauber, sagen wir mal Besen rein. Ja, das glänzt da wieder einigermaßen schön und da schaut es schon viel ganz anders aus, als wenn wir ihn gerade aus dem Loch ausgezogen haben. Das ist die Außenabdeckung mache ich Ihnen nur kurz ein bisschen. So, schaut die auch wieder einigermaßen aus. Kontrolliert haben wir jetzt alles. Die Kabel sind alle da. Nichts ist irgendwo angeschmort, nichts ist irgendwo zusammengefressen. Alles ist leichtgängig. Diese Welle, die dient zum Einstellen von der Schnitthöhe. Wie gesagt, das ist der Robomo RC308. Das kannst du ja bei allen Robomo Modellen so machen, bei allen Husqvarna Modellen so machen, bei den meisten Steelworks, Gardena, die sind im Endeffekt alle gleich aufgebaut. So, dann bauen wir unsere Abdeckung wieder drauf. So, Abdeckung ist wieder drauf. Schaut jetzt schon wesentlich ansehnlicher aus. Messer kann man rausbauen. Also das Messer baue ich nächstes Jahr raus. Da kommt ein neues rein. Das hat es gut hinter sich, alle zwei Saisonen. Hau ich da ein neues Messer rein. Jetzt machen wir es gleich noch auf der Oberfläche mit dem gar nichts. Konservieren wir es da noch ein bisschen ein. Gerade da vorne beim Bumper bzw. beim Stoßschutz können wir dann auch schön Glanz rausholen. So Freunde, das war's. Jetzt ist er sauber, jetzt ist er bereit für die Winterpause. Wir haben es jetzt Anfang November, bis nächstes Jahr Anfang April wird er jetzt so in den Keller eingestellt. Ich überprüfe ihn nicht während der Winterpause auf dem optimalen Ladestatus, weil wie gesagt, wenn ihr mit 60-65% einlagert, dann fehlt euch nichts. Das weiß ich aus Erfahrung aus den letzten Jahren. Wie gesagt, stellt ihn in den Raum, bei mir kommt er jetzt in den Keller runter, der ist einigermaßen trocken, da hat es immer so um die 15 bis 20 Grad unten. Das ist optimal, umso mehr quasi zum Lagern. So Leute, wenn es euch gefallen hat, wie immer, gebt mir ein Abo, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Stellt es in die Kommentare, ich bin schon das Blätz zum Rennen jetzt, liegt wahrscheinlich drauf, weil ich schon länger kein Bier mehr gehabt habe. Ja, ich kann euch zu fast jeder Rasenmähermarke Fragen beantworten. Ich habe mich da mal intensiv beschäftigt damit, habe auch mehrere Modelle auf meinem Grundstück schon eingesetzt gehabt. Aber wie gesagt, ich bin bei Robomo und Husqvarna hängen geblieben. Und die anderen haben jetzt mir nicht so entsprochen, was aber nicht heißt, dass die schlecht sind. Also wie gesagt, abonniert mich, gebt mir ein Like, Glocke aktivieren.
Und immer sonntags, 8 Uhr früh, kommt dann ein Video von mir. Und wenn ich unter der Woche lustig bin, dann kommen natürlich mehrere Videos. Aber Sonntag ist fix, immer sonntags, 8 Uhr früh zum Frühstück gibt es von mir ein Video aus meinem Leben, aus meinen vielen Tausenden, vielen Hobbys, wo ich habe. Ich habe wirklich so viele Hobbys, ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Von der Fliegerei über Wassersport, über Technik, über irgendwelche Restaurationen und so weiter und so fort. Bei mir wird es nie langweilig werden auf dem Kanal. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, macht es gut, bis zum nächsten Mal.